Hallo meine lieben Backfreunde, wie ihr seht, wir sind wieder bei uns im Esszimmer. Weihnachten war gestern, jetzt ist zwischen den Jahren. Der neue Flyer mit den neuen Angeboten ist gekommen. Und ja, das wollte ich euch mal wieder, wie ihr von mir gewohnt seid, einzeln erklären, was man so machen kann, was es so gibt. Und wenn ihr vielleicht irgendwie das Enkel Geld von der Oma über hat, dann hat vielleicht was Gescheites kaufen, was Langlebiges, was Unverwüstliches, und dann ist das gut angelegt. Aber ansonsten gibt es ja tolle Angebote. Fangen wir an. Der Flyer kommt so zu euch. Ich habe jetzt einmal einen ausgedruckt. Ich erkläre es immer wieder, weil es ab und zu ist und nicht so ganz klar. Es gibt Kundenangebote. Kundenangebote sind immer zeitlich begrenzt. Also hier vom 2. Januar bis zum 29. Januar gelten die Angebote. Dann kommen dann die und dann hier die nächsten. Das sind immer für 3 Monate. Auf der Rückseite seht ihr dann hier oben noch Gastgeberangebote. Und eine Gastgeberin ist für mich, wenn ich bei der Gastgeberin daheim in der gemütlichen Runde eine Backverführung gebe oder wenn es einen Bestellwert hat von 200 Euro Femina-Produkte. Also ohne Lebensmittel, rein Produkte. Dann darf sich die Gastgeberin noch eins von diesen 3 Angeboten zu einem sehr, sehr günstigen Preis dazu abstellen. So ist es gemeint. Gibt es verschiedene Infos noch, habe ich aber alle hinterlegt. Und wen einfach fragen. Dann legen wir gleich los. Hier, wie gesagt, 2. Januar bis 29. Januar ist als erstes unser Margeriten im Angebot. Die Margerite ist unsere Blütenform und ich muss sagen, die nehmen wir alle, wo sie jetzt zum Beispiel das Bayern-Set, ein Einstiegsset genommen haben, wo rund oder eckig dabei ist. Wenn die sagen, okay, ich hätte jetzt doch gerne mal eine Motivform oder eine Blütenform, wo ich schöne Obsttorten machen kann, Obstkuchen, Rührtag, egal, dann ist es immer die Margerite die erste Wahl. Die hat 12 Bögen, ist 8 cm von der Höhe her. Ja, für 28er Rezepte, aber im Endeffekt kommt es darauf an, was ihr macht, ob ihr einen Rührteig noch macht, Mürbteig, Biskuit drauf, gibt es ja alles Mögliche. Hat hier auch innen diese praktischen Teiglinien, dass man sieht, ich bin ganz gleichmäßig beim Einfüllen oder wenn dann die Sahne nicht kommt oder eine Deko noch drauf, dann kann man sich da wunderbar orientieren. Ist natürlich auch wieder ohne Einfetten, ihr dürft an die Form hinkratzen, wie an alle anderen, haben kratzfest, haben Form stabil, ihr könnt es so in die Spülmaschine durch, so kommt es wieder raus. Die ist jetzt nur ein bisschen adapt von meinen Händen, aber ansonsten glänzt die wunderbar. Wie gesagt, das ist die Margerite und die kostet jetzt im Angebot 35 Euro statt normal 43. Das kommt als erstes. Dann kommen die Schillerlocken und Löckchen, wo jeder zu mir sagt, ja, die hat meine Oma schon gehabt. Und da kann man ganz leckere Schaumrollen machen, man kann es pikant und herzhaft füllen. Ich habe schon ein paar Videos dazu gemacht, die ersten Videos sind noch richtig auf Hochdeutsch, also bitte um Entschuldigung. Diese Schillerlocken und die kleinen haben hier die Löckchen, wie gesagt, gibt es jetzt im Set. 6 Stück von hier, 6 Stück von da, plus nur eine Dauerbackfolie. Das Praktische ist, auch hier kein Einfetten. Ich sehe oft im Internet mal Videos, wo so eine Tüte aus Alupapier gemacht wird, gefalten wird und der Teig rumgewickelt wird und dann noch eingepinselt wird und dann bleibt doch wieder was pappen. Ich habe es im Video gezeigt, einfach locker rumwickeln. Wenn es gebacken ist, entgegen vom Uhrzeigersinn rausdrehen und fertig. Man kann die auch gut einfrieren, wenn man sagt, man macht jetzt welche auf Vorrat, man kann sie ineinander stecken, wenn sie fertig gebacken haben. Dann braucht man weniger Platz in der Gefriertruhe. Und wenn ich es raus tue, einfach kurz bei Raumtemperatur auftauen lassen oder kurz für 2 Minuten nochmal in den Ofen rein und dann füllen, herzhaft, pikant, mit Lachsfrischkäse, mit Pudding, mit Sahne. Also ist ganz schnell, wenn Besuch kommt, ist es perfekt. Einen Trick würde ich euch noch sagen, was noch praktischer macht. Wenn ihr den Rost habt, mit der Folie drauf, die sind nämlich hier auch noch da dabei, ein Stück Folie, dann ist es praktisch, ihr wickelt sie normal nicht bis ganz nach hinten und könnt die Schillerlocke hier seitlich befestigen. Dann rutscht die nicht durch das ganze Blech und wenn der Teig zu Ende ist, dann ist die Naht unten. Also egal, so oder so, ihr könnt es noch festmachen. Optimal. Das nur so am Rande.
Dann, wie gesagt, ist noch eine Dauerbackfolie dabei. Da war jetzt letztens erst wieder im Fernsehen der Bericht, was besser ist: Backpapier, beschichtetes Backpapier, Silikonmatten. Und da ist rausgekommen. Also, die haben es gar nicht gehabt. Weiß nicht warum, weil es einfach gut ist. Das ist unser Glasfaser-Dauerbackfolie. Vertragt 230 Grad Hitze. Das ist jetzt ein älteres Modell von mir. Ihr seht, die ist, wie gesagt, bestimmt 500 Mal benutzbar, solange ihr nicht durchstecht oder reinschneidet. Und selbst dann kann man es noch hernehmen. Die Abmessungen sind 45 x 43 cm. Hat den Grund, dass hier beim Rost nur drüber rausschaut, wenn ich jetzt einen Backrahmen drin habe und dann zum Beispiel irgendeinen Käsekuchen habe oder Schokokuchen oder im Sommer einen Zwetschgendatschi, dass seitlich noch ein bisschen was auffangen kann vom Saft her. So ist das gedacht. Einfach nach dem Gebrauch sauber abwischen mit so einer Teigkarte, das Grobe weg, dann mit einem Spüli drüber, Geschirr durch trocken machen. Ich tue es dann einfach immer so kurz über die Stuhllänge drüber, weil ich auch immer gefragt werde. Dann schlage ich es so zusammen, ganz locker und ab in den Schubladen. Genau. Und jetzt, wie gesagt, habt ihr das tolle Angebot, dass ihr 6 große Schillerlocken kriegt. Die kleinen Löckchen, ich finde die total lieb. Und noch eine Dauerbackfolie dazu. Ist beides, also 3 Sachen im Set. Für insgesamt 38 Euro, normal habt ihr 47 gezahlt für das Ganze. Nee. Entschuldigung. Habe ich mich verdammt? Oder schlecht gelesen? Kommt mir zu günstig vor, genau. Das kostet 55 jetzt im Set. Und 68 wird es normal kosten. Also ich komme ja mal verhauen. Weil die, wie gesagt, haben schon aufwendig gemacht. Aber im Angebot kann man da gerne mal zuschlagen und sich eindecken damit. Und wenn man nur 6 Stück auf Blech tut, also man kommt halt auch nicht weit. Dann habe ich schon mal 12 Stück auf einmal gemacht und kann dann zügig weitermachen. Das ist auch mal ein Vorteil. Gut, dann haben wir hier die Angebote, die bis zum 29. Januar gelten. Das sind diese 2 Angebote. Ab dem 30. Januar kommt dann auch ein praktisches Werkzeug, und zwar das Roulette und das Tandemrädchen. Das Roulette haben schon sehr viele, gibt es den Griff für Linkshänder und Rechtshänder. Normalerweise kommt es für Rechtshänder, dass du einen Daumen drauf da kann und so kleine Gitter machen kann, für Nusskämme, für Kleingebäck, also aus Quarkölteig, aus Hefeteig, alles was fest ist, einmal drüber, ein bisschen auseinanderziehen und fertig backen. Gibt es aber auch Rezepte von mir und Videos. Und mit dabei ist das Tandemrädchen. Das ist hier ein Pizzaschneider. Nur mit dem Pizzaschneider bitte nicht auf der Folie schneiden. Mit dem Teigrädchen dürft ihr auf der Folie schneiden. Und ihr dürft es in die Spülmaschine tun. Wobei das Roulette büsche ich einfach ab oder mit warmem Wasser drüber. Also ihr könnt es auseinander tun. Braucht es eigentlich nicht, weil es nur ein bisschen Fett drauf ist. Muss man nicht da, darf man nicht da. Beim Roulette habe ich auch jetzt in einem Video gezeigt, wenn da mal, wenn ihr mal runterfahren solltet und aus der Kanten bricht und euch stört, ist furchtbar, dann könnt ihr diese Scheibe für 30 Cent bestellen und dann ist er die relativ leicht zum Auswechseln, habe ich jetzt auch mal ein Video gemacht, weil wirklich nichts dabei ist. Was beim Tandemrädchen nur ist, das kommt so in einem Beutel und dann setzt ihr da hinten immer so einen leichten Ölfilm drauf. Da schreien da manche Kunden Hilfe, was ist da? Das ist rein vom Produzieren, damit es geschmeidig bleibt, ist der jetzt hier aus dem Beutel raus. Einmal durchwaschen und dann ist das überschüssige Öl weg und ihr könnt loslegen. Also hier, praktisches Set. Wie gesagt, gibt es für Links- und Rechtshänder das Roulette. So schaut es auspackt aus. Und das ist jetzt im Set für 38 Euro. Normalerweise hat es 47 gekostet. Dann haben wir das Werkzeug, weil ich sage immer, man muss mit Werkzeug eintecken. Und dann gibt es hier unseren Tortenring, den Hochzeitsring, könnt ihr beim Bayern-Set mit auswählen. Ihr könnt natürlich alle Sachen immer auch extra bestellen, da gibt es gar kein Ding. Der Hochzeitsring ist jetzt im Angebot,
mit dem Frankfurter Kranzeinsatz. Kommen wir zum Hochzeitring. Der ist wieder ausziehbar. Ihr seht da außen die Markierungen. Da hast du jetzt 24 cm im Durchmesser. Dann kommen 26, 28, 30 sind auch noch Zeilen. Ich kann es auch noch bis auf 32 raus. Dann habe ich wirklich eine riesen Torte. Wenn ich sage, für Hochzeitstorten, was machen wir? Ist auch innen drin mit den Teiglinien schon versehen. Das haben die älteren Ringe noch nicht. Ich kann ihn komplett auseinanderbauen. Tue ihn so in die Spülmaschine rein, so verdraht. Und dann, wenn er rauskommt, wenn er trocken ist, einfach wieder einfädeln. Und schon kann ich wieder loslegen. Und komm, wie gesagt, der bleibt, also man braucht jetzt da, man stellt das Ei auf den Durchmesser, man braucht da nichts festklammern oder sonstiges, das bleibt einfach so. Das wäre der Hochzeitsring mit 10 cm Höhe. Und wie gesagt, der Frankfurter Kranzeinsatz macht halt aus jeder Form einen Kranzkocher. Der ist jetzt 10 cm hoch, es gibt da einen mit 7 cm, aber ich sage immer, mit 10 cm ist auf der sicheren Seite und kann für alles hernehmen. Ich kann es auch für Törtchen noch extra hernehmen, mal für einen anderen Zweck benutzen. Ansonsten habe ich meinen Ring, meinen Kranzeinsatz. Und da als Trick, wenn ihr den Teig einfüllt, dann lädt ihr einfach irgendeine Flaschen in den Ring rein. Dann bleibt der schön stehen. Ihr könnt außenrum den Teig schön einfüllen und habt da keine Schwierigkeiten, dass der verrutscht, weil oft rutscht er dann durch die Gegend. Einfach nur eine Flasche rein und ihr habt immer Essigflaschen, Ölflaschen, irgendwas schwirrt in der Küche rum. Genauso könnt ihr jetzt, wenn ihr ihn einzeln nehmt, auch natürlich in der Margarita einen schönen Hefekranz machen. Ein Rührteig gibt es alle möglichen Varianten. Aber wie gesagt, dieses Mal ist der Hochzeitsring und der Frankfurter Kranzeinsatz im Set, im Angebot. Und zwar für jetzt für 30 Euro statt für 38 Euro. Genau. Also man spart sich immer durch ein Stückerl und man schaut aufs Geld, ist ganz logisch. Und dann schlägt man bei den Angeboten zu. Das war jetzt bis zum 26. Februar. Danach kommt ja eh schon wieder Ostern, also das Jahr flutscht schon wieder dahin. Und pünktlich zu Ostern haben wir Gott sei Dank unseren Schnuffel wieder im Programm, also im Angebot. Da könnt ihr alles nicht machen. Ich muss auch sagen, man kann auch ein Leberkäsebrett nicht machen. Man kann ganz viel herzhafte Sachen nehmen, aber man muss nicht immer für süße Sachen hernehmen. Genauso kann ich natürlich meinen Osterlammteig drin machen, so einen Eierlikörrührteig. Oder ich kann Hefeteigschnecken drin machen, ein bisschen nett verzieren. Und wenn ich einen kompakten Teig habe oder einen Rotweinkuchen, sage ich mal, löse den aus, dann kann ich sogar dann hinstellen nachher. Gar kein Problem. Und dann kann man schön mit den Kirchen zur Weihe mitnehmen. Einfach, ja, passt. Für kirchliche Motive kann man es gut hernehmen. Ostern, also geht schon eine Zeit lang. Der Schnuffel ist eine 24er Form, ist 7 cm hier von der Höhe und kostet jetzt im Angebot dann 25 Euro statt 31. Dann haben wir die da. Das kommt auch. Und dann eine meiner Lieblinge. Machen wir da noch kurz Platz. Und zwar, hier seht ihr schon die Ananas-Törtchen. Die gibt es jetzt im 12er-Set. Also ihr habt, ich habe jetzt unglücklich hingestellt. Ihr habt hier 6 Ananas-Törtchen klein und 6 Ananas-Törtchen groß. Ihr kriegt es gleich im Doppelpack. Im 12er Set. Die kleinen haben einen Durchmesser hier von 7,5 cm, die großen von 9 cm. Bei den großen passt genauso eine Ananasscheibe aus der Dose in die Mitte rein. Ich mache da das ganze Jahr Törtchen, es gibt auch ganz viele Rezepte von mir, also bekommt ihr immer ganz schnell per E-Mail, weil ich die dann alle abspeichert. Oft, wenn ich mehrere mache, mache ich zum Beispiel die kleinen für Kinder, wenn sie es ohne Alkohol, die großen kriegen dann da drin was. Man kann es ja, genauso herzhaft und pikant füllen. Ich mache Hamburger Törtchen, Brötchen drin, weil die dann so richtig schöne gleiche Größe haben, klein oder groß.
Es gibt, wie gesagt, nicht nur süß, es gibt auch pikant und herzhafte Rezepte. Das 12er-Set kostet normalerweise 63 Euro und jetzt im Angebot 49 Euro. Also man kann gut zuschlagen. Aber wie gesagt, das ist dann erst im März, Februar, März ist das dann. Ich tue das noch kurz auf die Seite. Das sind jetzt die ganzen Kundenangebote gewesen. Also wir haben gehabt die Margariten, die Schülerlocken, Löckchen und Dauerbackfolie, Roulette und Tandemrädchen, Hochzeitsring und Frankfurter Kranz, unseren Schnuffel und die Ananastörtchen. Hier kommen wir jetzt dann zu den Gastgeberangeboten. Wie gesagt, ab einem Bestellwert so 200 Euro reine Femina-Produkte oder wenn ich bei euch eine Vorführung geben darf. Dann gelten die kommenden Angebote nur für euch. Da gibt es jetzt dann das Geld dann vom Januar bis Ende März, also komplett die 3 Monate. Gibt es ein Set, wo der Spritzbeutel dabei ist. Das nennt sich Berliner Set, weil manche sagen ja Krapfen, manche sagen Berliner. Nicht sagen Krapfen, aber der darf auch die Berliner Kunden bestellen. Und zwar ist der Spritzbeutel dabei. Der ist hier. Insgesamt meine ich, ist der eine Länge von 40 cm, also hat schon eine Unmenge Platz. Wenn der kommt, gibt es eine Anleitung mit dazu, ist nicht schwierig. Dann, das ist hier mein aktueller im Gebrauch. Der ist halt schon geschmeidig. Dann sage ich immer, ein bisschen was wegschneiden, damit die Tüllen halt vorne rausschauen. Man muss sie erst einmal rantasten. Erst einmal den Spritzbeutel kurz in warmes Wasser einweichen, trocknen lassen. Also geschmeidiger. Und dann schaut ihr, welche Tüllen ihr daheim habt. Und kann jede Tülle von innen durchstecken und fertig. Ich wasche den immer im Spülbecken aus. Also ich habe noch nie eine Waschmaschine drauf, braucht es eigentlich nicht. Gut trocknen lassen, da muffelt nichts. Und im Set für die Gastgeber ist dabei der Spritzbeutel, der Berliner Ausstecher, weil der eben genau diese Krapfendurchmesser hat. Der ist im Durchmesser 5,5 cm. Gibt es auch einzeln zu bestellen. Höhe hat er 5 cm. Weil ich muss sagen, dieser Berliner Ausstecher, wenn ich so kleine Törtchen mache für Buffet, dann nehme ich die Ananastörtchen und dann habe ich noch eine dritte Größe. Und dann haben das wirklich ganz zarte, liebe Törtchen und kommen total super an. Und die könnt ihr, wie gesagt, immer einzeln bestellen. Und dabei ist dann noch die Berliner Tülle, dass ich einfach die Marmelade oder Konditüre in Krapfen reinbringe. Auch alles die 2 Sachen aus Edelstahl. Und wie gesagt, ich habe noch nie in der Spülmaschine gehabt, braucht es jetzt nicht unbedingt. Das ist das erste Gastgeberangebot. Dann haben wir natürlich dabei zur Osterzeit unser Hasi, wo man wirklich aus dieser einen Motivform ganz viele Sachen machen kann. Hier ist der Hase. Wenn ich die Ohren wegschneide, war es jetzt im Winter der Schneemann. Dann habe ich nämlich seitlich die Ohren als Arme genommen. Dann habe ich hier einen Fisch, dann habe ich eine Rakete. Also gibt es auch Vorlagen von mir und Rezepte. Aber der Hase ist schon eine von meinen Lieblingsmotivformen, weil man aus einer Form halt sehr viel machen kann. Das ist eine 26er Rezeptmenge, aber wie gesagt, ihr könnt ein Biskuit nicht machen mit Cremefüllung, ihr könnt einen Rührteig machen. Ich habe für den Kindergarten schon so einen herzhaften Kuchen gemacht mit viel Gemüse drin. Haben Kinder auch mit, weil es schon mal lustig ausschaut. Und dann, wenn er kalt ist, mit Frischkäse verzieren, mit ein bisschen Schnittlauch, kommt immer gut an. Und der kostet jetzt dann für die Gastgeberin 24 Euro statt normal 32. Normal könnt ihr natürlich alle bestellen. Die zweite Motivform ist noch unser Flipper, also im Endeffekt ein Fisch, ein Hai, eine Forelle, ein Keukarpfen oder eine Rakete, also gibt es auch viele Sachen, wie man es gerade braucht. Ich habe, muss ich sagen, die jetzt oft zur Kommunion hergenommen oder Konfirmation, einfach schön so die Schuppen dann gemacht aus Erdbeeren, wenn gerade Erdbeerzeit war, oder Mandarinen kann man spalten, wunderbar machen, also so für kirchliche Feste ist es auch eine schöne Form. Der Flipper ist, heißt eine 24er Form, aber es geht schon eine gute Menge Teig rein.
und kostet jetzt für Gastgeberin 24 Euro statt normal 32. Also für 32 darf ich nicht abstellen. Das waren jetzt die Kundenangebote. Und dann ist es noch so, wer dann einen Umsatz von 350 Euro zusammenbringt, der bekommt von mir, also beziehungsweise Femina bietet das jetzt auch, ein Set aus einmal Bernsteingold und einmal Snowcreme. Das sind die beiden Produkte, die Femina hat als Lebensmittel. Man kann es benutzen, man muss nicht. Ich habe es schon oft erklärt, ich finde es praktisch, wenn es schnell geht. Das Bernsteingold ist super für Bienenstichdecke, für Bienenstichrouladen. Man hat dann diesen Knusper drauf. Snowcreme ist wie so eine Art Panna Cotta, wo schon Gelatine drin ist. Verbindet sich dann mit, also mit der Sahne oder mit den Früchten und zieht wieder ein bisschen fest an, aber nicht so fest, dass man sagt, oh Gott, so viel Gelatine. Also schmeckt dann nicht künstlich, leicht nach Vanille. Man kann es mal ausprobieren. Ja, dann waren das jetzt die Angebote, die jetzt dann schon ab 2. Januar gelten. Mir bleibt nur zum sagen, ihr könnt mir alles fragen. Ihr dürft auf meine Webseiten schauen, immer noch www.backstadl.bayern. Da ist der Shop mit dabei, mit Warenkorb und allem. Also ich bin total begeistert, wie die Kunden das so annehmen. Und es erleichtert mir halt einfach auch die Arbeit und den ganzen Zahlungsverkehr. Ihr könnt jetzt noch bis Ende des Jahres den Schlagkessel bestellen. Kann man gravieren lassen, habe ich hier noch das Blatt, gibt es auch auf meiner Webseite aktuell. Mit gelbem Deckel oder grünem Deckel. Jetzt im Angebot für 69 Euro statt für 82. Also ihr müsst es nicht gravieren lassen und könnt es trotzdem im Angebot bestellen. Ist eine tolle 3 Liter Schüssel, eine feste, kompakte. Dann kann sich jeder noch bestellen den Wandkalender für nächstes Jahr. Auch auf meiner Webseite oder einfach mir eine E-Mail schreiben. Ja, ich kann wie gesagt nur Danke sagen für dieses Jahr 2022. War nicht immer leicht. Ja, und wenn es mal ruhig war, dann war ich trotzdem fleißig und habe Sachen ausprobiert. Ich wünsche euch einen guten Start in das neue Jahr. Bleibt mal gesund. Und wenn euch irgendwas nervt, dann lenkt euch mit Backen ab. Es hilft immer, also meistens zumindest. Bei Fragen einfach melden und dann viele Grüße aus Bayern, aus Pfaffenhofen, eure Elisabeth.